dabei sind und natürlich auch an all diejenigen, die das Webinar in der Aufzeichnung anschauen. Ich freue mich hier wieder, viele Zuschauer dabei zu haben, hier auf Facebook und auch über GoToWebinar. Ist eine wachsende Gemeinschaft, das freut mich immer sehr und ich lade auch wieder alle Zuschauerinnen und Zuschauer an der Stelle ein, wenn Fragen sind oder wenn Sie einen Wunschchart analysiert haben möchten, scheuen Sie sich nicht, einfach hier in die entsprechenden Chatfelder die Fragen oder die Wunschmärkte eintragen und dann gehe ich sehr, sehr, sehr gerne hier an dieser Stelle auch mit rein. Ludger, Elena, Gabriela Herrmann, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ja, die Wahlen in den USA, das war ja das allseits bestimmende Thema am Montag und am Dienstag, wo die Märkte einfach abgewartet haben. Was passiert denn jetzt am Dienstagnacht zum Mittwoch? Heute wissen wir, die Wahlergebnisse schauen wahrscheinlich so aus, dass es keine bösen Überraschungen gibt. Das sehen wir auch an den Märkten. Da läuft momentan alles relativ in Ruhe ab. Das heißt, hier hat der Markt das, was er erwartet hat, auch bekommen. Es gab keine Überraschung, weder gute noch schlechte von der Seite her. Schauen wir, wie die Märkte drauf reagieren. Auf alle Fälle ja keine erratischen Bewegungen. Und das ist ja auch schon mal ein gewisses Zeichen. Obwohl der ein oder andere Trader sich vielleicht ein großes Gap in die ein oder andere Richtung gewünscht hat. Aber das haben wir jetzt aktuell hier an dieser Stelle auch nicht. Mario, Lutz, auch von mir nochmal einen guten Morgen. Bevor wir hier in die Charts und die Handelsideen für heute reingehen, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das, was wir hier besprechen, sind Dinge zur Veranschaulichung und Weiterbildung, sind also keine Kauf- oder Verkaufempfehlung in diesem Sinne. Also damit würde ich sagen, können wir reingehen in die ganz normale Tagesvorbereitung, Business as usual sozusagen. Wir schauen auf die Tagesnachrichten hier. Um 8 Uhr gab es die Industrieproduktion für Deutschland. Ich gucke gerade mal nach. Die sind ausgefallen mit aktuell einem Zuwachs von 0,2%. Prognose war ein Zuwachs von 0,1%. Im Vormonat war es auch ein Zuwachs von 0,1%. Also die Industrieproduktion hat hier im September zugelegt und das ist ja auch immer schön, wenn die Industrie gut läuft. Das sind also positive Nachrichten hier für den deutschen Markt. Was gibt es heute im Laufe des Tages noch? Um 11 Uhr gibt es die Einzelhandelsumsätze für den Monat September und um 16.30 Uhr dann aus den USA die Rohöllagerbestände. Das ist auch wieder sehr interessant für den WTI. Den haben wir heute auch wieder in den Handelsideen mit. Sie haben vielleicht im Blog auch schon gesehen, heute geht es um den Euro-Britischen Pfund. Wir haben Neuseeland-Dollar, US-Dollar und den WTI als Charts des Tages, wo ich interessante Situationen gefunden habe, die doch für die ein oder andere Bewegung sorgen können. Und damit gehen wir gleich einmal in die Charts auch mit rein. Wir starten hier mal, Sie sehen es, ich habe es gerade offen, das habe ich vorhin in der Vorbereitung noch wieder auf der Uhr gehabt, in den letzten Atemzügen sozusagen für das jetzige Webinar. Wir haben hier Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Eine schöne Situation. Wir haben hier einen Chart, Sie sehen es selbst, der war bis vor, ja, ich will sagen, ein paar Stunden noch abwärts gerichtet. Das heißt, wir hatten hier schön diesen laufenden Abwärtstrend nach unten. Er hatte sein Tief hier, das letzte Trendtief war bei 0,64259 und dann hat sich die Korrektur aufgemacht nach oben. Hier hat sich dann ein Aufwärtstrend gebildet. Das ist immer sehr, sehr schön zu sehen, wenn sich innerhalb von Korrekturen Trends in die richtige Richtung bilden. Was heißt in die richtige Richtung? Aber wenn sich ein Trend bildet, der gegen den anderen Trend läuft, dann ist das hier erstmal nur Korrektur bis zu dem Punkt, wo entsprechend hier das letzte Hoch der Trendbewegung, also des Abwärtstrends hier, das Korrekturhoch überschritten wird. Dann haben wir einen validen Trend. Und das ist immer sehr, sehr interessant, weil dann haben wir die Situation, dass wirklich ein bestehender Trend einen alten Trend abgelöst hat. Und das ist sehr, sehr schön, weil dort können wir dann direkt wieder mit dem Trendhandel weitermachen, 1:1 übergehen. Und das sind die spannenden Geschichten. Also hier bis gestern im Laufe des Nachmittags hat der Markt hier unten drunter, unter dieser Schwelle bei 0,6698, also bei knapp 0,67, hin und her gependelt, so richtig wollte nicht drüber, so richtig drunter wollte aber auch nicht, aber dann kam einfach der erlösende Schub hier nach oben. Jetzt stehen wir oben drüber, haben sogar hier das nächste Korrektur hoch aus diesem Abwärtstrend noch mit rausgenommen bei 0,67277 und Sie sehen, jetzt steht dieser Trend hier natürlich in seiner weiten Bewegung. An der Stelle weiß man ja nie, wann so eine Bewegung komplett ausgereizt ist. Das ist ja Glaskugel, das können wir nicht wissen. Das heißt, diese Bewegung hat potenziell schon die Möglichkeit, deutlich weiter nach oben zu laufen, ohne dass eine Korrektur einsetzt. Wenn das passiert, dann schauen wir einfach mal, was wir hier kurzfristig an Dingen noch vor uns liegen haben. Und da sehen wir hier,
Das Thema Tageshochs hier. Wir haben hier ein paar Tageshochs liegen. Wir haben hier zum einen das Tageshoch bei 0,67985. Hier oben haben wir auch ein paar Tageshochs bei 9,683. 4,9 und hier dazwischen ist noch eins, das konnte ich nur nicht dazwischen quetschen, weil man es am Ende hinten nicht mehr lesen kann. Da ist noch eins bei 0,68208, das ist dieses hier, diese schwarze Kerze, da haben wir auch noch einen Tagesloch, bevor wir dann hier oben diesen Bereich bei 0,68539 anlaufen können, was dann das nächste Korrekturhoch dieses Abwärtstrends wäre. Also das sind Dinge, die könnten durchaus hier nach oben weiter mitgenommen werden, wenn die Bewegung dieses Trends einfach noch ein Stück weiterläuft. Das ist eine ganz normale Möglichkeit, die hier gibt. Im mittelfristigen Bereich, wer das Ganze noch deutlich weiter traden will, der kann natürlich die Frage, wer nach mir kauft, noch weiterschieben. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Abwärtstrend, der hat ja hier oben entsprechend angefangen, wenn wir das mal so sehen, in diesem Bereich. Und da gibt es natürlich noch weitere Anlaufpunkte zur Oberseite hin. Nur das braucht einfach Zeit und diese Zeit hat nicht jeder Trader im kurzfristigen Bereich. Das heißt, im kurzfristigen Bereich wären diese Ziele viel, viel, viel zu weit weg. Das wäre ein ganz anderer Zeithorizont, den man hier entsprechend tradet. Aber sie sind halt da und das sind Möglichkeiten, wo der Markt auch hinlaufen kann. Und das ist ja das Schöne in diesen Charts. Für kurz- und langfristiges Trading findet man immer Handelsansätze, die wir hier ganz normal mit umsetzen können an dieser Stelle. Also das können wir hier einmal sehen. Und auf der Unterseite sollte es hier in dieser laufenden, weitlaufenden Bewegung doch zur Korrektur kommen. Dann haben wir hier unten diesen Bereich um die knapp 0,67, wo der Ausbruch hier oben kam, den nächsten Support. Unten drunter gibt es weitere Supports hier am Trendentstehungslevel bei 0,66, 0,31. Das sind natürlich Marken, die sind nach unten hin anlaufbar. Klar gibt es hier im Chart noch weitere Marken, nur für dieses positive Szenario und auch für die kurzfristigen Trades liegen die hier unten wahrscheinlich noch viel, viel zu weit weg. Also von der Seite her sind die Marken hier oben deutlich interessant. Da gucken wir uns das Ganze mal hier noch im Stundenchart an, damit man einfach mal sehen kann, wie der Markt sich hier momentan verhält. Und da sehen wir halt sehr, sehr schön hier, oben haben wir es gesehen, dieser schöne Seitwärtslauf hier unten drunter und dann gab es den großen Schub und jetzt läuft dieser Trend hier einfach weiter und Sie sehen halt hier, der Markt hat sich so langsam unten drunter gefangen, leicht hochgeschossen, leicht hochgeschlichen und dann hier kam wirklich der Schub nach oben und dieser Trend ist jetzt momentan am Laufen. Hier ist schön Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen Korrektur sehen, wie gesagt, ist das nicht schlimm. Solange wie dieser Trend weiterläuft, kann der uns ein ganzes Stückchen noch nach oben mittragen. Also hier alles sehr, sehr interessant in diesem Bereich Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Schauen wir als nächstes mal ins Währungspaar Euro-Britischer Pfund hier, unser Nachbar, wo ja nächstes Jahr der Brexit ansteht. Da scheinen sich ja die Wogen zumindest so ein bisschen aktuell zu glätten. Hier ist eine Situation, die interessant zu sein scheint. Und zwar hier sind wir wieder mal im Bereich der Marke hier bei 0,87200 angekommen. Wir hatten das vor nicht allzu langer Zeit schon mal besprochen, als der Markt hier unten stand. Hier sehen Sie, das war dieses Level, was wir im, wann war es denn gewesen, Ende Mai, Anfang Juni hier unten hatten. Da ist der Markt schon mal rangelaufen und dann deutlich nach oben angestiegen. Dann kam der große Abwärtstrend hier, hier unten rangelaufen, wieder deutlich nach oben gelaufen, hat also seine Bewegung sehr, sehr weit auch korrigiert. Hier oben kam der Rumdreher, ab, ging es wieder nach unten und jetzt stehen wir wieder in dieser Zone um die 0,87200. Hier gab es sogar etwas tiefere Tiefs, also dieser Trend ist jetzt sozusagen auch fortgesetzt, steht auch in der weiten Bewegung, weil der Markt von sehr, sehr tief unten kam. Deswegen ist es immer schön, wenn man irgendwo hier oben die Einstiege bekommt, um in die Richtung nach unten auch zu traden. Jetzt sind wir hier unten und jetzt kommt es natürlich darauf an, was hier passiert. Ist es wieder so eine Situation, wo wir so einen Rebound bekommen, dann könnte es durchaus sein, dass wir direkt auch wieder abprallen und nach oben laufen. Da wären dann natürlich entsprechende Tageshochs interessant mit zu betrachten. Das heißt, wir haben jetzt hier das Tageshoch von gestern, wo wir ranlaufen können, bei 0,87547, beziehungsweise dann hier die Vortageshochs, die wir hatten bei 0,87735 und 0,88013. Das wären mal die Dinge, wo man kurzfristig ranlaufen kann. Natürlich kann der Markt auch bis hier hoch korrigieren. Das sind all die Dinge, die sieht man dann auch sehr, sehr schön im Stundentrend. Da schauen wir auch gleich nochmal rein. Vorher schauen wir aber, was passiert, wenn der Markt gar nicht so weit hoch korrigiert, sondern direkt nach unten läuft. Dann haben wir hier, wenn wir mal rüberschauen, in den Trendverlauf, den wir vorher hatten, in den Aufwärtstrendverlauf hier, da gibt es natürlich noch ein paar Korrekturtiefs, die man anlaufen kann. Und
sondern die nächsten beiden liegen dann hier drüben, ich mache mal kurz das Fadenkreuz weg, die nächsten beiden liegen dann hier drüben um die Marke von 086979 beziehungsweise dann hier bei 086788. Das wären mal die nächsten Punkte. Dann haben wir noch einen hier unten, den sehen wir gleich hier bei 086 und um die 2 rum in diesem Bereich. Da wäre dann noch weiter Potenzial auch nach unten, wenn sich diese Bewegung entsprechend fortsetzt. Wir haben das ja in diesem Trend gesehen, dass diese Potenziale durchaus da sein können. Ne, wir hatten ja hier weite Bewegung, tiefe Korrektur, wieder eine sehr, sehr weite Bewegung und jetzt wieder eine sehr, sehr tiefe Korrektur. Also es ist ein Verhalten im Trend, wo der Markt durchaus auch die Bewegung ein ganzes Stückchen weit mit nach unten nimmt und dann uns hier den Gefallen tut und sozusagen so, wie es teilweise auch im Lehrbuch steht, das Potenzial aus der Korrektur unten nochmal auf die Bewegung draufsetzt. Das heißt, das, was wir jetzt hier beispielsweise sehen als Korrekturlevel, wenn man das mal so nimmt an diesem Bereich, dann hat man das Ganze halt als Potenzial noch unten dran. Und wenn man das mal schaut, er hat schon sehr, sehr viel davon ausgenommen. Hier in diesem Bereich, hier oben war in etwa Ähnliches zu sehen, wenn man mal diesen Rückgang hier dann sich sozusagen anschaut und das unten draufsetzt. Also er nimmt schon viel mit und wenn man das mal hier rüber projizieren würde, dann sieht man halt, dass da, wenn das Verhalten in diesem Trend das gleiche bleibt, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, ja, dann haben wir schon gute Chancen, dass wir noch ein ganzes Stückchen tiefer laufen. Das heißt, dass diese Bewegung hier noch nicht ihr Ende gefunden hat. Aber, und das muss man halt einfach dazu sagen, diese Marke, wo wir momentan sind, die hatte halt bisher für Abpraller Relevanzen. Und aus diesem Grund ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Relevanzen entsprechend da sind. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es halt, wenn wir in die untergeordneten Zeiteinheiten schauen, dass der Markt hier den Abwärtstrend bricht. Das wäre dann tatsächlich eine Rebound-Chance. Das müssen wir dann sehen, damit wir schön nach oben laufen können. Heißt also hier, wenn wir uns diesen Abwärtstrend mal anschauen, der ist ja weiterhin auch am Laufen. Hier unten haben wir jetzt so eine Art Bodenbildung an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen hier noch keine Aufwärtsdynamik. Wir brauchen wirklich Aufwärtsdynamik zu sehen. Und dann können wir sagen, jetzt setzt tatsächlich auch ein Rebound ein, so ähnlich wie wir das hier drüben gesehen haben. Schauen Sie mal, da ist er unten raufgelaufen und dann hat sich diese Dynamik hier nach oben entwickelt. So sieht ein Rebound ab, ein Abprall von dieser Marke. Und wenn das hier wieder kommt, dann wird halt dieser Vortrend gebrochen und wir können hier ein Stück weit nach oben laufen. Kommt das nicht, dann setzt sich das Teil, was wir hier haben, einfach fort und fertig ist. Das heißt, wir haben jetzt hier Korrektur, dann wird es die Bewegung nach unten geben und fertig ist. Das ist das, was wir dann an dieser Stelle entsprechend auch in dieser Chart-Situation mitsehen werden. So, und damit schauen wir dann mal noch rüber zum Öl, das WTI, immer wieder sehr gefragt, sehr, sehr interessanter Titel, kann man auch gut handeln, mag ich auch gern handeln. Hier momentan die Schwäche, die wir in den letzten Tagen und Wochen mittlerweile auch sehen, die setzt sich hier deutlich weiter fort. Wir haben gestern wieder mal den Test gesehen von der Marke um die 62 Dollar. Was heißt ein Test? Wir sind runtergelaufen. Das ist jetzt kein Test mehr, den wir hier sehen. Ich mache das mal kurz etwas kleiner hier. Schauen wir mal. Wir hatten hier im, wann war es gewesen? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Im April hatten wir hier das Tief hier unten bei Kursen von etwas unter 62 Dollar. Wo haben wir hier das Tief gehabt? Wo war es denn gewesen? Das Low war bei 61,76. Da sind wir gestern drüber gelaufen. Und schauen wir mal an. Wir haben jetzt hier wirklich einen schönen laufenden Abwärtstrend, der hat diesen gesamten großen hier rausgenommen, läuft jetzt weiter nach unten. Jetzt stehen wir hier wieder um diese 62 Dollar und hier, das ist halt eine Marke, psychologisch kann man auch sagen, da sind wir schon mal drüber gelaufen und die Bewegung ist weit, weit, weit gelaufen, sehr, sehr, sehr weit gelaufen. Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, was die Rohöllagerbestände heute machen. Ich gucke mal ganz kurz, was gestern gewesen ist. Wir hatten ja gestern auch Rohöldaten. Geben Sie mir bitte kurz einen Augenblick, da ziehen wir mal kurz die aktuellen Daten rüber. Wir hatten gestern nämlich den API Rohöllagerbestand und der ist auch ganz schön in die Höhe geschossen. Wir hatten in der letzten Woche eine Zunahme von 5.700 und jetzt haben wir 7.830 Millionen Barrel, die hier zugelegt wurden. Das sind vielleicht Vorzeichen, wo der Markt sagt, das ist gar nicht so interessant für steigende Kurse. Wir sind in diesem Level. Auf den Chart zurück. Das eine waren die Nachrichten. Wir müssen jetzt schauen, was der Markt draus macht. Wir haben jetzt hier eine weit überdehnte Bewegung. Die kann natürlich jederzeit zurückschnipsen. Und wenn sowas passiert, momentan ist hier einfach tote Hose, wenn wir uns die Tageskerze mal anschauen, wenn das entsprechend passiert, dann haben wir hier die Chance, ein Stück weit nach oben zu laufen. Wir sehen es ja auch hier, hier oben gab es auch mal so einen kleinen Rücksetzer und der hat tatsächlich ein Stück weit nach oben mitgenommen. Das heißt, für das kurzfristige Trading wäre es dann interessant, hier nach oben hin die Marken natürlich zu sehen, dieses Widerstandslevel bei 64,65, da kann schon ordentlich Dynamik reinkommen. Wer auf die Tageshochs schaut und hier Dynamik nach oben mitbekommt, hier, da haben wir das
das Tageshoch von gestern bei um die Marke von, ja, um die 63,20. Und dann haben wir hier oben schon die 64,10 mit drinnen liegen. Das wären Punkte, wenn ein Rebound einsetzt, dann geht es hier nach oben. Läuft der Markt allerdings so schwach weiter, wie das jetzt der Fall ist, dann wird es natürlich Zeit, sich auch mal mit der Chart-Historie hier hinten zu beschäftigen, wo wir Tiefs hatten. Und da sehen wir halt hier sehr, sehr schön die Trendtiefs von diesem laufenden Aufwärtstrend, den wir hatten bei 60 und bei 58 US-Dollar. Das sind Marken, die kann der Preis durchaus in Zukunft auch anlaufen. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber das Potenzial ist auf alle Fälle da. Nur eins muss man einfach wissen, wir sind hier weit gelaufen. Es kann auch wirklich zu einem Rebound kommen und der könnte dann nach oben hin doch ein Stück weit hochlaufen. Das sehen wir dann auch wieder in den kleineren Zeiteinheiten. Wenn der Stundentrend zu Ende geht, dann haben wir hier eine Chance für einen Rebound in Richtung des Tageschart. Wer das im allerkleinsten handeln möchte, im 5-Minuten-Chart in die Stunde beispielsweise rein, der hat hier momentan auch noch den Abwärtsdruck. Da müssen wir halt schauen, wer hier einen Rebound sehen will. Da müssen wir schauen, was hier unten passiert. Das heißt, wir wollen dann wenigstens mal sehen, wenn es einen kurzfristigen Abpraller nach oben gibt, dass wir hier einen kleinen Aufwärtstrend bekommen, um die Chance zu wahren, nach oben zu laufen. Ja, momentan sieht das alles andere so aus, als wenn der Markt hier hoch will. Das muss man einfach abwarten. Hier weder Fleisch noch Fisch. Da ist keine klare Signallage momentan für die kleinsten Trades da. Aber auf Tagesbasis ist es interessant. Und wenn die Stunde sich fortsetzt, das sind dann natürlich die Marken, wo wir dann sehen, okay, hier sind nach unten Möglichkeiten zum Traden. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, was hier nach unten noch wartet, also auf alle Fälle hier unten drunter. Und dann haben wir hier auch ein paar Tagestiefs in greifbarer Nähe. Also Potenzial im Öl ist eine ganze Menge da. Hier kann sich wirklich viel, viel, viel bewegen. Und dann stehen ja heute auch noch die Markteröffnung in den USA an, wo wir dann einfach sehen können, wie reagieren denn die Händler entsprechend auf das jetzt, naja, ich sag mal, feststehende Ergebnis der Wahl in den USA. Das bleibt für den heutigen Nachmittag auch extrem, extrem spannend. Die Vorschau hier, wenn wir nochmal ganz kurz reinschauen, auf die US-Indizes, wie die Futures auch laufen, wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, da sehen wir, die Wahl hat jetzt keine gravierenden Änderungen hinterlassen. Es gibt hier keine Panik. Von der Seite her ist alles ruhig. Auch der DAX läuft schön ins Plus, wenn wir das hier mal sehen. Oder ist ins Plus gelaufen, heute schon im Hoch, jetzt wieder ein Stück zurückgekommen. Aber das ist jetzt nicht Panik, die man am Markt hat, dass der Markt irgendwas ganz, ganz schlecht offen, sondern das ist jetzt eher in den letzten Tagen so ein Seitwärtslaufen, wo sich der Markt einfach entscheiden muss. Ich vermute mal, das ist aber eine reine Vermutung meinerseits, wir werden wahrscheinlich warten, bis der US-Markt aufmacht, bis die US-Jungs uns eine Richtung vorgeben und uns dieser Richtung dann auch anschließen. Müssen wir schauen. Auf alle Fälle ist das ein interessantes Thema. Was interessant zu sehen war, ist, wie der Euro reagiert hat. Wir sehen aus der ganzen Wahlsache, der Euro hat weiter zugelegt, steht jetzt bei aktuell 1,1451. Ja, der Abwärtstrend hier ist weiter intakt, der korrigiert nur gerade etwas. In diesem Bereich hier haben wir wieder einen schönen Widerstandslevel um die 1,146 in diesem Bereich. Mal gucken, wie sich der Markt hier oben verhält. Aber das ist auf alle Fälle etwas, da sieht man ein wenig Auswirkungen auf die Währungsseite. Und das ist ja das, was wir in den Märkten entsprechend auch brauchen. So, jetzt schaue ich nochmal eben in die Fragefelder hier rein, ob wir noch die eine oder andere Frage haben. Guten Morgen Sven, guten Morgen Heiko. Freut mich auch, euch heute wieder dabei gehabt zu haben. Hier live Fragen sehe ich momentan keine, weder in GoTo noch im Facebook-Chat, das heißt, von der Seite her freue ich mich über die interessanten Ansätze, die ich Ihnen hier zeigen konnte. Ich wünsche Ihnen alle gute Trades und ich sag mal, wir sehen, hören und lesen morgen früh wieder voneinander. Bis dahin haben Sie gute Trades und einen schönen Mittwoch. Bis dann, Ihr Mike Seidel. Tschüss.